Großbrand in Rüsselsheim. Tennis- und Soccerhalle völlig ausgebrannt. Am Mittwochabend kam es in Rüsselsheim zu einem verheerenden Feuer, bei dem ein rund 6000 Quadratmeter großer Sportkomplex fast völlig zerstört wurde. Über 200 Feuerwehrleute waren mehrere Stunden im Einsatz. Da schon ein Gebäude eingestürzt war, konnten die Feuerwehren nur noch von außen löschen. Bei Ausbruch des Feuers, dessen Ursache noch ungeklärt ist, befanden sich noch Besucher im Gebäude. Alle konnten aber rechtzeitig fliehen. Die enorme Rauchwolke war im gesamten Rhein-Main-Gebiet zu sehen. Die Feuerwehr geht von einem Millionenschaden aus. Möglicherweise war ein Sicherungs- und Verteilerkasten schuld an dem Großbrand. Durch den Vollbrand sei, so der Einsatzleiter Thomas Meuth, ein Innenangriff für die Löschtrupps nicht möglich gewesen. Das Ausbrennen des Komplexes konnte deshalb nicht verhindert werden.